Hier sieht man so richtig schön, ich hätte mir einfach nur ein halbes Kilo Brot kaufen sollen, weil ich habe genau eben den halben Leib verschwendet quasi oder halt einfach nicht gebraucht. Das ist 75 Cent, um die ich mir viel bessere Sachen kaufen hätte können. Es war ein großer Fehler, aber macht ja nichts. Ja, das ist jetzt mein Abendessen für heute, das ich jetzt schon vorbereitet habe. Also ich schmiere einfach dann den Aufstrich rein. Und deswegen, also normalerweise esse ich eventuell mehr Brot, aber das sind extrem dicke Scheiben, weil ich einfach total schlecht darin bin, Brot zu schneiden und ich habe keine Brotschneidmaschine. Ich fahre nämlich abends mit dem Zug und das ist halt praktischer, wenn ich schon was zu essen mit habe. Und die möchte ich jetzt anbraten und dazu gibt es dann eben Reis mit Sauerrahm. Und ich habe beschlossen, dass ich einfach Gewürze verwende heute und ja, ihr seht es ja gleich. Das jetzt komplett nackt aus. Also das ist jetzt eben Curry, Paprikapulver, die halbe Packung Sauerrahm, ein bisschen was von Frischkäse und Salz und Reis. Ja, und da tun wir jetzt unsere crunchy Dinger drauf. Das sieht doch gut aus. Da könnte man fast ein Foto für Instagram machen. Wenn ich mich selbst loben dürfte, das mit dem, also die crunchy Dinger war so eine gute Idee. Einfach Brote zu anbraten, das ist so eine gute Idee. Es ist so lecker geworden. Und das, obwohl da außer Reis eigentlich fast nichts drin ist. Ich soll das wohl nochmal so mit Gemüse nachmachen. Und ich wieder Geld zur Verfügung habe. Warum ist mein Internet nicht da? Mein Internet geht nie nicht. Und warum geht es gerade jetzt nicht? Ich weiß es nicht. Aber das, ich wollte nur festhalten, das ist wirklich gut geworden. Und ja, normalerweise mache ich nämlich oft mir total gerne so Couscous mit Sauerrahm und Gemüse. Das esse ich total gern. Aber das ist auch gut. Also, Memo an mich selbst, ich kann das auch mit Reis machen. Und ich könnte mal zu essen einfach so Brotkrümel quasi dazu essen. So angebraten. Das ist einfach lecker. Jetzt kommt nur noch mein Fazit. Übrigens Punkt 1 vom Fazit. Ich konnte das jetzt gar nicht aufessen, weil es doch ziemlich kalorienreich ist. Aber vielleicht im Laufe des Nachmittags. Wer weiß schon. Ja. Also, es ist durchaus möglich, mit 1 Euro pro Tag zu leben. Wenn man jetzt nur von Lebensmitteln spricht. Natürlich, auf die Dauer braucht man mehr Geld als 1 Euro pro Tag. Also, abgesehen davon, dass man Gefahr läuft, eine vollkommene Mangelernährung sich zuzuführen, weil man sich kaum Gemüse oder sowas leisten kann. Wenn man ganz davon absieht, braucht man natürlich viel mehr Geld für sowas wie medizinische Versorgung, wo man nie einplanen kann, wie viel wird das sein. Gut, was bereue ich, was ich getan habe diese Woche? Wenn ich es nochmal machen würde, würde ich mir Kartoffeln kaufen. Ich denke, Kartoffeln wären besser gewesen. Und vielleicht würde ich auch einmal die billigste Tiefkühlpizza kaufen, einfach weil man einmal dann was Geiles zu essen hat. Aber andererseits, das ist auch was Geiles zu essen. Ja. Es erstaunt mich wirklich, dass das beim Essen nicht komplett langweilig ist, weil es ist ja überhaupt nichts drin, es ist überhaupt kein, sind nicht mal Zwiebeln drin. Das erstaunt mich ziemlich.
Und ich glaube, ich würde es auch nicht nochmal so nachmachen mit ohne irgendwas drin, aber ja, es schmeckt trotzdem. Das ist faszinierend. Ja, was kann ich sagen nach dieser Woche? Es tut mir leid, wenn jemand so leben muss auf die Dauer. Weil es lästig ist, über Dinge so genau nachzudenken. Oh, übrigens kann man online total schlecht nachsehen, wie viel Lebensmittel im Supermarkt kosten. Das wäre nämlich das Beste, damit man die Sachen halt so einfach vergleichen kann und schauen kann, okay, wo gibt es das Billigste von dem, wo gibt es das Billigste von dem, wo gibt es eine Aktion. Aber online ist das einfach nicht zu finden. Ich habe online nur etliche Preise von Billa gefunden, aber da auch nicht alles. Und sonst, also die meisten haben halt nur irgendwie so das auf ihrer Homepage, was gerade in Aktion ist oder so. Das macht die Planung ziemlich schwierig, muss ich einfach so sagen. Vor allem möchte man ja auch nicht in 10 Supermärkte reinlaufen, dann schauen, wie viel die Sachen kosten, das vergleichen und dann nochmal in den Supermarkt gehen und wirklich was kaufen, wo es am billigsten ist. Das ist einfach bescheuert, wenn man sich überlegen muss, okay, eigentlich brauche ich ein halbes Brot, laufe ich jetzt 2 Kilometer zu dem Supermarkt, wo ich weiß, dass es ein halbes Kilo Brot günstig gibt, oder kaufe ich hier einfach das billige ganze Kilo? Und da gibt es Supermärkte, wo du weißt, das ist beides nicht billig und ja, es ist schwierig. Ich bin sicher, man gewöhnt sich dann dran, was die Preise sind, aber eigentlich dachte ich schon, dass ich relativ genau weiß, was man wo günstig bekommt. Und für diese Challenge habe ich es nicht präzise genug gewusst. Aber ich bin diese Woche nicht verhungert. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die dann eben gesagt haben, oh Gott, das würde ich nie schaffen oder ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ich habe gezeigt, dass es möglich ist. Natürlich, ich meine, ich habe an den meisten Tagen Reis gegessen. Reis mit Gemüse oder heute nur Reis mit Sauerrahm im Prinzip. Aber es ist möglich. Und das wollte ich auch irgendwie zeigen. Oh, und noch ein Fazit. Es kommt noch stärker hier zum Tragen, dass eben gewisse Lebensmittel in Österreich einfach viel teurer als in Deutschland sind. Also, das sind Sachen, die man natürlich normalerweise nicht weiß. Aber bei uns kostet halt der billigste Liter Milch ungefähr 90 Cent und bei euch sind es glaube ich 45 Cent und bei uns kostet halt die billigste Packung 10 Eier kostet bei uns glaube ich 1,99 oder so und in Deutschland 99 Cent. Also wenn ich die Challenge in Deutschland gemacht hätte, hätte ich mir auch Eier gekauft. Aber so ist es halt schwierig. Ich meine natürlich, ich hätte irgendeine kleine Packung Eier kaufen können wahrscheinlich, die dann aber pro Ei eigentlich noch teurer ist. Das ist schwierig. Das Negativste, was ich in der Zeit eigentlich erlebt habe, war eben Leuten erklären zu müssen, was man da gerade versucht und den Leuten irgendwie klar zu machen, dass man das wirklich versucht. Ich meine, eine Freundin von mir hat dann so gesagt, ach so, oder wenn du das machst, dann musst du halt zu Supermärkten gehen und fragen, was die für so abgelaufene Lebensmittel haben, die sie verschenken. Ich habe nicht verstanden, dass ich das wirklich mit gekauften Sachen probieren möchte. Und ja, das war einfach das Negativste, das vor Leuten irgendwie so zu rechtfertigen oder zu erklären, wieso man versucht, das zu tun. Und das Positivste war, als ich die Kräuterbutter gefunden habe. Und euer Feedback natürlich. Und in einer normalen Woche, wenn ich da diese Kräuterbutter gefunden hätte, hätte ich mir einfach gar nichts dabei gedacht. Also, ich habe mir dabei gedacht, oh, aha, Überraschung, Kräuterbutter. Aber ich hätte mir nicht groß was dabei gedacht und die halt einfach für irgendwas verwendet. Und so habe ich mich so gefreut über sowas Kleines. Ich meine, wahrscheinlich, wenn man diese Menge Kräuterbutter kauft, die ist wahrscheinlich, keine Ahnung, 40 Cent wert oder so. Aber man muss mal so eine Packung Kräuterbutter finden um 40 Cent. Weiß nicht, in welchem Supermarkt es das so in kleinen Packungen gibt. Und ich habe einfach noch nie Kräuterbutter gekauft, okay. Und natürlich, was Leckeres essen war auch ein guter Moment. Das war heute. Ich denke, das Essen heute hat mir wirklich jetzt am besten geschmeckt. Obwohl er eigentlich, also, aber man denkt sich dabei die ganze Zeit, es wäre noch viel besser, wenn noch irgendwie Gemüse oder irgendwas drin wäre. Aber es schmeckt wirklich gut. Also, noch ein Fazit, Gewürze sind toll. Man sollte nicht ohne Gewürze kochen. Und ich finde es auch toll, dass ich wirklich alles bis auf den letzten Cent ausgegeben habe. Darauf bin ich auch irgendwie stolz. Obwohl es keine so tolle Leistung ist, aber irgendwie, dass einfach nicht mal ein Cent übrig geblieben ist, das finde ich schon cool. Gut, wir sehen uns in einem anderen Video. Als nächstes kommt dann hoffentlich irgendwann ein Mittwoch, wenn ich dazu komme. Denn ihr habt wirklich interessante Sachen vorgeschlagen.